Fast Forward Science war für mich eine tolle Sache, weil es nämlich genau die Initialzündung war, genau diesen Film zu machen. Ich habe Schülern in Teilen das immer schon genauso erklärt, an Teilchenbeschleuniger. Aber das war jetzt der Moment zu sagen, so, jetzt mache ich es wirklich als Prickfilm und jetzt nehme ich mir Zeit dafür und mache das Drehbuch noch ein bisschen größer, damit da 5 Minuten draus werden. Das Schöne ist, du hast Zwillinge, 5 Jahre, Junge ja. Und Mädchen. Wie ist das da an Weihnachten? Kriegen denn alle Lego oder streitet ihr euch um die Lego-Steine? Ja, wir kriegen alle Lego. Also mein Wunsch ist ein kleines Lego-Haus. Die Kinder kriegen kleineres Lego, aber von daher ist es für meine Frau relativ einfach. Einfach 3-mal Lego fertig. Also Filme mit Lego-Männchen, Lego-Steinen. Ich mache es seit 10 Jahren. Ich finde es einfach nur eine spannende Sache. Realfilme, da habe ich wahrscheinlich immer keine Schauspieler zur Hand. Die Männchen stelle ich abends hin, die sind am nächsten Morgen immer noch da. Die brauchen nichts zu essen, brauchen keine Gage. Und es ist einfach eine schöne Sache, man erkennt es wieder, Lego, jeder hat mitgespielt und einfach dahin gucken. Okay, aber Lego hat sich noch nicht gemeldet und hat gesagt, ah, wunderbar. Können wir das auf unsere Homepage setzen? Nee, es gibt auch wirklich eine Lego-Film-Szene in Deutschland, da gibt es auch andere Filme. Also Lego schaut, was die machen und unterstützt so ein bisschen mal mit einem Set zu einem Lego-Film-Festival, aber so direkt nicht. Jetzt bist du ja auch Lehrer. Ja. Für Physik auch. Unter anderem musst du wahrscheinlich den Schülern auch beibringen, was geht es beim Teilchenbeschleuniger. Haben die das jetzt an dem Film gelernt? Ja, vielleicht haben sie es noch ein bisschen besser verstanden. Es resultierte danach, dass irgendeiner wirklich fragte, was ist am CERN los, gibt es da jetzt ein schwarzes Loch? Und dann habe ich angefangen, ihnen das zu erklären in der 7. Klasse und musste dann natürlich vom Niveau ein bisschen runter. Und diese Idee kam dann wieder, als ich den Wettbewerb gelesen habe und habe gesagt, jetzt machen wir das nochmal richtig, ein bisschen umfangreicher und gleich mit Lego. Okay, hast du die Schüler auch da mitgenommen, haben die auch mitgefilmt? Ich habe eine AG in der Schule, wo die auch entsprechend mitfilmt. Das hätte in dem kurzen Zeitraum mit Schülern nicht funktioniert. Okay, aber du führst sie auch schon ans Video ran, das heißt, in genau. Ein paar Jahren sitzen die dann hier vorne. Da ist die erste Reihe dran, genau. Klar. Wunder, super. Stefan Müller. Mal geduldig sich hinsetzen, technisch einen guten Prickfilm drehen. Dazu gehört natürlich, dass ich die Wissenschaft irgendwie anschaulich rüberbringe. Es soll natürlich einfach verständlich und interessant sein. Hier und da mal gerne einen Spaß einbauen, dass die Leute bei der Sache bleiben. Und auch die Sets, also je liebevoller man so ein Set baut, desto mehr ist man in so einem Film gefangen.